Testlauf mit Hindernissen. Als erstes teste ich meinen Puller, wie stark er das Filament ziehen oder zurückhalten kann. Das Zurückhalten ist sehr wichtig, damit der Weiler das Material nicht einfach durch den Puller ziehen kann, da sonst die Filamentsteuerung nicht richtig arbeiten würde. Mit verschiedenen Materialien habe ich bis zu 8 kg Zug hinbekommen. Der Winder ist auch fast an seine Grenzen gekommen. Darum habe ich den auch umgebaut, den Motor direkt auf die Welle gesetzt. Das sollte helfen. Jetzt macht er 60 Meter pro Minute. Das sollte reichen. Erstes Hindernis, Frequenzwandler war nicht eingestellt. Einstellen und neu starten. Nun steigen wir ins Filament extrudieren ein. Es ist ein Bioflex-Material. Starten werde ich mit 14 Meter pro Minute. Es sind einige kleine Probleme aufgetaucht, die behoben werden müssen. So zum Beispiel, die Anlage ist jetzt so schnell, bleibt das Wasser am Filament hängen, was dann auf die Erde tropft. Einige Probleme habe ich in diesem Video schon behoben, die anderen kommen im nächsten Video. Mit dem 3D-Druck habe ich mir Halter und Schalen gedruckt. Die kommen an beide Wannen. Die Schalen haben auf einer Seite einen Auslauf. Da kann das Wasser wieder zurück in die Wannen laufen. Mit einer Heißklebepistole klebe ich die Scharen auf die Halter fest. Nun teste ich, ob der kleine Schwamm 2 bis 5 mm höher steht, als das Filament aus der Führung kommt. Das gleiche mache ich nun auch an der Heißwasserwanne. Nur noch einiges zum Testlauf. Ich bin bis auf 32 Meter pro Minute gekommen. Der Antriebsmotor hat bei dieser Geschwindigkeit 41% seiner Leistungen gebraucht. Also haben wir noch einiges an Reserve. Für den ersten Test bin ich mit dem neuen 6 Kilo Extruder sehr zufrieden. Die Kinderkrankheiten werden wir in den nächsten Videos alle beheben.
Die nächsten Tests werde ich noch ausführlicher beschreiben und mit verschiedenen Materialien testen, von PLA über PC und PA12 mit Carbon und vieles mehr. Hier könnt ihr sehen, wie die erste Änderung arbeiten soll. Ich werde mir verschiedene Schwämme besorgen, die unterschiedlich hart sind. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Fragen oder Ideen da sind, schreibt sie einfach in die Kommentare.